Ballverluste, die man sich da reinholt, die nicht notwendig sind. Jetzt aber gute Balleroberung von den Flensburgern. Wenig guter über rechts. Und oh, doppelt. Starke Aktion da der Flensburger. Riskantes Manöver da. Und das 1:0. Was für ein Tor. Eben noch der und im nächsten Augenblick mit seinem Klärungsversuch im Grunde genommen den Ball mehr oder weniger fast auf den Schlappen von Heike Martin Schmidt zu spielen. Und schon läuft der Konter in die andere Richtung. Aber mit vereinten Kräften. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Weil man muss wirklich sagen, die Flensburger Deckung da zu halbherzig ist. Erst der Ball von Finn Wehrmann raus aus der Gefahrenzone. Nicht gut gespielt. 24. Minute, das 1:1. Guter Ball, gut behauptet von Marcel Kornis. Ball rüber auf René Gude. Ah, der das Laufduell nicht mitnimmt. Guter Angriff der Flensburger, auch wenn der Schuss von Heiko Martin natürlich keine Probleme darstellt. Zu Böhmann im Tor der Gäste. Oh, Eickschläger mit dem Freistoß. Jetzt noch mit rechts. Der Ball. Eiter mit der Chance dagegen Rehfeld. Aber zu unplatziert. Der Kopfball. Und erneut ist mit einem langen Ball, aber. Und da ist es wieder passiert. Jusli. 73. Minute. 2:1 für den SC. Und eben noch geschrieben ist er der Unterschiedsspieler. Ja, in diesem Augenblick ist er Jusli L. und Jusli. Trifft zum 2:1. Oh, Latte. Doppelt Glück für die Flensburger, die da überhaupt nicht im Bilde sind im eigenen Strafraum. Erster Kopfball, ich würde sagen, das war wieder Kapitän Eiter, der da an die Latte köpft. Und dann sehe ich nicht aus dem Video, daraus wird er dann den Fallrückzieher ansetzt. Aber direkt auf Jesper Heim. Der Ball wieder rein, da muss Jesper Heim rauskommen. Den hat er auch sicher. Wichtige Aktion sicherlich für die Flensburger. Allerdings auch aufpassen, jetzt weiterspielen. Das sind noch 20 Sekunden, wenn nach 5 Minuten die Nachspielzeit zu spielen. Langer Einwurf. Können die Flensburger den klären? Oh! Nochmal geklärt da in der letzten Aktion. Ja, ja, und damit ist es passiert. Ja, ja. Klassenerhalt für den SC Weiche Flensburg 08. Ja, ja.